Gesellschaft Karlsruhe, das Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik, die deutsche Sektion der Internationalen Juristenkommission sowie der Förderverein Forum Recht auch in diesem Jahr wieder zu einem Gedankenaustausch ein. Es ist mir persönlich eine große Freude, erneut die Schirmherrschaft über dieses traditionsreiche Forum übernehmen zu dürfen. Ebenso groß ist meine Freude darüber, am heutigen Abend in vollbesetzte, dichte Stuhlreihen blicken zu können. Sie sind nicht allein ein Zeichen dafür, dass wir die pandemiebedingten Beschränkungen der vergangenen Jahre glücklicherweise hinter uns gelassen haben, sondern lassen auch auf ein großes Interesse am Thema des diesjährigen Verfassungsgesprächs schließen. Schön, dass Sie alle da sind. Mit einem sicheren Gespür für die Themen der Zeit und manch künftige Entwicklung ist es dem Karlsruher Verfassungsgespräch in den vergangenen 23 Jahren immer wieder gelungen, zentrale Fragen an der Schnittstelle von Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit aufzugreifen und in den öffentlichen Fokus zu rücken. Die inzwischen stattliche Liste an Themen lässt sich daher auch als ein zeitgeschichtliches Dokument lesen, in dem sich die im steten Wandel befindlichen gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Debatten und die sich aus ihnen ergebenden Erwartungen an und Herausforderungen für unsere Verfassung spiegeln. Chancen und Grenzen der Gentechnologie, ethische und rechtliche Fragen der Sterbehilfe, die Zukunft des deutschen Föderalismus, Aufgaben und Erwartungen des Sozialstaats, Privatisierung öffentlicher Aufgaben und Verwirklichung des Gemeinwohls, Datenvernetzung und Schutz der Privatsphäre, Wirtschaftsordnung und Verfassung im Spannungsfeld der internationalen Finanzmärkte, Asyl und Zuwanderung, digitaler Staat und Pandemie, zuletzt der Umgang mit sogenannten Fake News und immer wieder Fragen der europäischen Integration, um nur einige Stichworte in Erinnerung zu rufen. In diese Reihe fügt sich auch das Thema des diesjährigen Verfassungsgesprächs nahtlos ein. Gute Schulden, schlechte Schulden, wie sinnvoll ist die schwarze Null? Mit dieser Frage möchten sich die Expertinnen und Experten auf dem Podium befassen, die ich besonders herzlich begrüße und denen ich schon jetzt für ihre Mitwirkung danke. In der Geschichte des Karlsruher Verfassungsgesprächs ist es damit bereits das zweite Mal, dass die Finanzierung der Staatsaufgaben durch Aufnahme von Krediten thematisiert wird. Bereits im Jahr 2006, noch bevor die europäische Staatsschuldenkrise die medialen Schlagzeilen bestimmte, wurden, ich zitiere, Gefahren und Risiken öffentlicher Schulden sowie mögliche Wege aus der Krise diskutiert. Eine der Hauptforderungen des damaligen Podiums lautete, die seinerzeit höher als erwartet ausfallenden Gesamtsteuereinnahmen vordringlich zum Abbau der Staatsverschuldung zu nutzen. Der erneute Aufruf des Themas in diesem Jahr scheint, wenn nicht gar Beleg, so doch Indiz dafür zu sein, dass trotz der zwischenzeitlich als Ergebnis der Föderalismusreform II im Jahr 2009 in das Grundgesetz aufgenommenen sogenannten Schuldenbremse Gesprächsbedarf besteht. Und in der Tat, erst vor einigen Wochen vermeldete das Statistische Bundesamt, dass die Verschuldung von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung zum Jahresende 2022 mit 2.367.000.000 Euro wieder einmal einen neuen Höchststand erreicht hat. Nicht zuletzt die mit der Bewältigung der Pandemie und der Energiekrise des vergangenen Jahres verbundenen Staatshilfen haben den öffentlichen Schuldenberg kräftig wachsen lassen. Wer Schulden macht, muss Kredite tilgen und obendrein Zinsen zahlen. Die eingegangenen Verpflichtungen belasten künftige Generationen und engen deren Gestaltungsspielräume ein. Zudem entsteht eine immer größere Anfälligkeit des Staates für Zinsänderungen an den Geld- und Kreditmärkten. Zugleich gilt aber auch die Notwendigkeit von Investitionen in die öffentliche Infrastruktur als weithin unbestritten. Digitalisierung, Bildung und Forschung, die Gestaltung und Bekämpfung des Klimawandels, die nicht zuletzt im Lichte des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dringend notwendige Ertüchtigung der Bundeswehr, vieles mehr ließe sich anführen. Dies erfordert komplexe, nicht zuletzt von verfassungsrechtlichen, politischen und ökonomischen Parametern abhängige Abwägungsentscheidungen zwischen dem gegenwärtigen und zukünftigen Nutzen der kreditfinanzierten Ausgaben und den künftigen Belastungen durch eingegangene Verpflichtungen. Diese Entscheidungen sind alles andere als trivial.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, auch das Thema des 23. Karlsruher Verfassungsgesprächs verspricht eine spannende und lohnenswerte Debatte. Zu dieser heiße ich Sie nochmals herzlich willkommen. Mein Dank gilt all denjenigen, die an der Vorbereitung der Veranstaltung beteiligt waren und am heutigen Abend für eine reibungslose Durchführung Sorge tragen. Nun aber wünsche ich Ihnen und uns allen einen erkenntnisreichen Abend. Herzlichen Dank, seien Sie willkommen im Bundesverfassungsgericht. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Professor Habart, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie hier als Mitveranstalter ganz herzlich zum 23. Karlsruher Verfassungsgespräch begrüßen. Besonders freue ich mich, auch die Teilnehmenden des Podiumsgesprächs hier heute herzlich begrüßen zu dürfen, den ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Professor Georg Milbrath, Herrn Professor Martin Werding, Frau Friederike Spieker und Herrn Ole Nymon sowie unseren langjährigen Moderator dieser Veranstaltung, Jörg Schönenborn. Ich freue mich auch, die Vizepräsidentin Doris König ebenso herzlich willkommen zu heißen wie zahlreiche weitere Bundesverfassungsrichterinnen und Bundesverfassungsrichter. Darf mich hier auch noch ganz besonders bei Frau Professorin Astrid Wall-Rabenstein bedanken für ihren Einsatz für das Karlsruher Verfassungsgespräch und auch die beiden ehemaligen Bundesverfassungsrichter Wilhelm Schluckebier und Reinhard Geier darf ich hier willkommen heißen. Ein herzliches Willkommen gilt auch der Präsidentin des Bundesgerichtshofs Bettina Limperk, der Frau Staatssekretärin Gisela Splett und natürlich unseren beiden Ehrenbürgern und Oberbürgermeistern AD, Professor Gerhard Seiler und Heinz Fähnrich. Auf die namentliche Begrüßung der zahlreichen insgesamt 15 Stadträtinnen und Stadträte würde ich im Moment verzichten und darf darüber hinaus alle weiteren Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten, Vertreterinnen und Vertreter auch der mitveranstaltenden Gesellschaften, Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe, Karlsruher Forum für Kulturrecht und Technik, Deutsche Sektion der Internationalen Juristenkommission, Förderverein Forum Recht sowie zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter der Justiz, der Politik, der Behörden und der Medien ganz herzlich willkommen heißen, ebenso die Damen und Herren zu Hause vor ihren Bildschirmen. Es ist uns als Stadt des Rechts eine Verpflichtung, mit dem Verfassungsgespräch immer wieder wichtige Impulse in aktuellen Diskussionen zu geben. Und ich darf mich nochmal bei Ihnen, Herr Professor Habart, bedanken, dass das Karlsruher Verfassungsgespräch wie ja immer in Ihrem Haus stattfindet. Auch das ist ein starkes Zeichen für die Stadt des Rechts Karlsruhe, aber auch vor allem für die gute Zusammenarbeit zwischen den Institutionen. Ein weiterer besonderer Dank gilt Ihnen, Herr Schönenborn, dass Sie, und auch das hat schon seit vielen Jahren gute Tradition, wieder die Moderation übernehmen. Vielen Dank auch an die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Gesprächs. Es verspricht durchaus spannend zu werden. Gute Schulden, schlechte Schulden, wie sinnvoll ist die schwarze Null, ist durchaus von drängender Aktualität. Und ich als Oberbürgermeister werde natürlich ganz besonders aufmerksam zuhören, denn das dürfte sich herumgesprochen haben. Es gibt ja immer so ein bisschen den Wettlauf, wer ist denn der Ärmste im ganzen Land? Also ob man mit Landespolitikern spricht oder mit Bundespolitikern, kommt man schnell immer in diese Diskussion. Aber Sie können mir es glauben, die Kommunen sind wirklich die Ärmsten von allen. Und insofern ist diese Frage natürlich von einer ganz besonderen Bedeutung. Um die Finanzen muss man ringen, man muss auch sie erklären, man muss aber auch Handlungsspielräume für die Zukunft bewahren. Und eben auch die Stadt Karlsruhe befindet sich im Moment in der Phase einer außerordentlich schwierigen Haushaltskonsolidierung. Die und die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden sich damit im Laufe dieses Jahres noch mal intensiv beschäftigen müssen, mit schmerzhaften Maßnahmen verbunden ist. Und diese Haushaltskonsolidierung ist trotzdem darüber hinaus auch maßgeblich von der Einstellung in den Haushaltsplan und von der anschließenden Aufnahme neuer Schulden geprägt. Es greift daher deutlich zu kurz, die Position zu vertreten, überhaupt keine Schulden mehr zu wollen.
Denn tatsächlich sind Schulden ein integraler Bestandteil unseres Wirtschaftslebens, die wiederum selbst zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen können. Auch haben sich schuldenfinanzierte Ausgaben des Staates gerade in Zeiten von Krisen und konjunkturellem Abschwung als echte Maßnahmen wirtschaftlicher, damit aber auch gesellschaftlicher Stabilität etabliert. So macht auch die Stadt Karlsruhe Schulden, insbesondere für Investitionen und Förderung besonderer Ziele, mit denen sie sich ein weiteres Wachstum innerhalb der Stadt verspricht oder die sie aus anderen Gründen für notwendig hält oder die dazu führen, dass die Folgekosten mitunter in der Summierung geringer sind, als wenn man über diese Schulden dann möglicherweise auf diese Investitionen verzichtet hätte. Und gerade in Anbetracht des Kampfes gegen den Klimawandel kommt diesem Thema noch mal eine besondere Bedeutung zu. Der Verzicht auf solche Investitionen und Ausgaben würde letztlich zur Stagnation vieler Entwicklungen führen und ist auch von der Stadtgesellschaft insgesamt nicht gewollt. Der Staat ist und bleibt stets einer der wichtigsten Marktteilnehmer, der tatsächlich auch teilweise gezwungen sein kann, diese Schulden zu machen, um seiner Verantwortung für eben diesen Markt auch nachzukommen. Gleichwohl müssen wir stets auf eine Überforderung der Haushalte achten. Insbesondere im Hinblick auf den staatlichen Schuldendienst gilt es zu beachten, dass die Tilgung von Schulden letztlich auch die zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen senkt. Durch den Schuldendienst kann der Staat weniger der ihm zufließenden Steuern und anderen Einnahmen für neue Investitionen ausgeben. Aus unserer Sicht sinnvolle und nachvollziehbare Schulden belasten insofern die Haushalte erheblich und können letztlich zu einer Überforderung derselben führen und den Handlungsspielraum dann in einem zweiten und dritten Schritt natürlich maßgeblich einschränken. Wir alle haben aber auch noch die dramatische Entwicklung der europäischen Finanzkrise vor Augen, bei der stets zu befürchten stand, dass sie sich auch zu einer europäischen Gesamtkrise ausweiten könnte. Eindrücklich ist uns in Erinnerung, wie Bürgerinnen und Bürger in anderen Staaten vor den Geldautomaten Schlange standen, um das durch die Regierung notwendigerweise eingeführte Bargeldlimit abzuheben. Auch die gewaltsamen Ausschreitungen auf manchen Straßen in anderen Staaten waren ein mahnendes Beispiel dafür, welche dramatischen Ausmaße am Ende eine unkontrollierte Schuldenkrise annehmen kann. Eben auch aus diesen möglichen Konsequenzen folgt die unerlässliche Verantwortung, auch einen disziplinierten Haushalt zu gestalten, was eben auch eine kritische Einstellung zu Schulden umfasst. In der Vergangenheit wurde allzu oft auf ein grenzenlos erscheinendes Wachstum vertraut. Ausgabenpolitik darf jedoch nicht zu einer Wette auf die Vergrößerung dieses Wachstums in der Zukunft werden. Insbesondere die Erfahrungen der jüngeren Jahre haben ja gezeigt, dass Ressourcen insgesamt endlich sind. Insofern müssen wir mit denn je darauf achten, auch im Rahmen der Haushaltspolitik nicht kurzfristige Ziele zu avisieren, sondern im Interesse der Bürgerinnen und Bürger langanhaltende Werte zu schaffen, die dem Gemeinwesen idealerweise dauerhaft zur Verfügung stehen. Diese Werte zu schaffen und gleichzeitig denen zu helfen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, bleibt eine Herausforderung und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insgesamt dürfen wir sehr gespannt sein auf die nachfolgende Diskussion und ich wünsche Ihnen und uns allen einen erkenntnisreichen Abend. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister, Herr Präsident. Ich freue mich auch wieder hier zu sein und Sie begrüßen zu können. Wir sind schon bei Phoenix im Livestream, beginnen aber nachher noch mal eine Fernsehaufzeichnung. Deshalb habe ich noch ein paar Regieanweisungen für Sie. Zunächst mal möchte ich aber in diesem Jahr mein ausdrückliches Bedauern ausdrücken. Ich wusste nicht, dass Karlsruhe eine derart arme Stadt ist. Ich hatte immer einen anderen Eindruck und komme ja auch deshalb besonders gerne, um zu beobachten, wie die Baustellen sich so von Jahr zu Jahr entwickeln. Also offenbar wird gut investiert. Sie haben heute Abend die Chance, für Karlsruhe bleibende Eindrücke zu hinterlassen als Publikum. Sie können sich entscheiden, mit steinerner Miene dem beizuwohnen, was wir hier tun. Oder Sie können spontan Ihr Missfallen oder Ihr Gefallen ausdrücken. Es gibt ein Mittel, das sich bewährt hat im Zusammensein bei solchen Debatten. Das heißt Applaus. Also wenn Sie zwischendurch etwas gut finden, dann greifen Sie gerne zu diesem Instrument. Und auch wenn ich gleich nochmal ansetze und einführe, freuen wir uns hier
über begrüßenden und freundlichen Applaus. In diesem Sinne warte ich jetzt noch mal auf ein Signal und sage dann noch mal guten Abend, und Sie tun so, als seien Sie noch nicht begrüßt worden. Herzlich willkommen zum 23. Karlsruher Verfassungsgespräch aus dem Saal des Bundesverfassungsgerichts. Wir reden heute über Geld, über sehr viel Geld. Fast 1.000 Milliarden Euro hat unser Staat jedes Jahr zur Verfügung. Das ist fast eine Billion, und es scheint trotzdem nicht zu reichen. Der Bundesfinanzminister hat die Haushaltsberatungen erstmal vertagt, weil die Lücke im Etat zu groß ist. Dabei haben wir ganz andere Zeiten hinter uns. 7 Jahre in Folge gelang es Bundesfinanzministern, die sogenannte schwarze Null zu erreichen. Dank niedriger Zinsen und sprudelnder Steuern konnten sie sehr viel Geld ausgeben und mussten trotzdem keine Schulden machen. Die Krisen haben das verändert. Unvorstellbare Summen, hunderte Milliarden, sind als Kredite aufgenommen worden und bekamen hübsche Etiketten, wie zum Beispiel das Wort Sondervermögen. Aber jetzt ist wieder normal, jedenfalls nach der Vorstellung von Bundesfinanzminister Lindner. Er möchte die Schuldenbremse einhalten, und da hat er die meisten Bürgerinnen und Bürger hinter sich. Die finden nämlich in Umfragen, der Staat möge bitte solide wirtschaften, nicht viele Schulden aufnehmen, aber trotzdem alles leisten, was nötig ist. Das Karlsruher Verfassungsgespräch in diesem Jahr unter dem Titel Gute Schulden, schlechte Schulden, wie sinnvoll ist die schwarze Null? Und dazu erstmal herzlich willkommen. Und ich freue mich, mit dieser kompetenten Runde über diese Frage nachzudenken. Ich begrüße Friederike Spieker. Sie ist Volkswirtin, Wirtschaftspublizistin, schreibt über nationale und internationale Fragen der Wirtschaftspolitik. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf Georg Milbrath, langjähriger sächsischer Ministerpräsident und außerdem außerplanmäßiger Professor für Finanzwissenschaft an der TU Dresden. Auch Ihnen willkommen. Martin Werding ist nicht nur Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, das klingt schon sehr kompetent, sondern im Hauptjob auch Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Uni in Bochum. Auch Ihnen willkommen. Und ich freue mich auf Ole Nymann, den viele von Ihnen sicherlich als Podcaster und Autor kennen. Hallo. Herr Milbrath, außerplanmäßiger Professor, habe ich von Ihnen schon gelernt, ist einer, der kein Geld dafür bekommt. Also insofern ist das schon mal ein Beitrag zu sparsamem Wirtschaften, den Sie persönlich leisten. Ich habe eingangs gesagt, in Umfragen zeigt die Mehrheit immer wenig Verständnis dafür, wenn der Staat sich verschuldet. Die meisten Menschen messen das an ihrem eigenen Verhalten. Und da setzen sie sich ja auch überwiegend Grenzen. Gibt es einen Unterschied zwischen Staatsschulden und privaten Schulden? Zunächst einmal nicht. Ich will mit Schulden ja etwas vorziehen, Ausgaben vorziehen, Ressourcen, die ich nicht habe, über die Verschuldung an mich zu ziehen, um mehr auszugeben. Aber das ist ja nun kein Schlaraffenland. Die Knappheit bleibt. Irgendjemand muss es bezahlen oder irgendjemand muss auch zurückstehen, das ist bei den Schulden so. Und der Privatmann weiß, dass er nicht zu viel Schulden aufnimmt, dann landet er irgendwann bei der Schuldnerberatung. Und die Tatsache, dass also die kommunale Schuldnerberatung nicht überlaufen ist, zeigt, dass man für dieses Verständnis von Schulden kein Hochschulstudium der Ökonomie braucht, sondern es sind ganz normale Lebenserfahrungen. Mhm. Jetzt bezogen auf den Staat. Natürlich gibt es Möglichkeiten oder auch Notwendigkeiten, Kredite aufzunehmen. Der Privat nimmt ja auch Kredite auf. Unternehmen nehmen auch Kredite auf. Nur müssen sie so gestaltet werden, dass sie in irgendeiner Form tragfähig sind und nicht dazu führen, mit Ende offen. Die Schuldenbremsen, die ja an sich Defizitbremsen sind, die ja keine Schuldenbremsen, in unserem Grundgesetz sind sozusagen gewonnene Erfahrung. Die erste Schuldenbremse im Grundgesetz war die Konsequenz aus einer überbordenden Verschuldung in der großen Inflation 1922 und der Währungsreform 1948. Man wollte also dieses nicht wieder
haben, weil eben oft eine überbordene Staatsverschuldung entweder zu Staatskonkursen führt oder eben zur Inflation. Schau mal, wie die anderen das sehen, Frau Spieker. Also der Staat muss im Grunde wie Privatleute auch vorsichtig sein. Er kann Ausgaben vorziehen, aber sollte Verschuldung wie jede und jeder von uns auch in Grenzen halten. Klingt logisch, oder? Ja, es ist die einzelwirtschaftliche Sicht. Und die gesamtwirtschaftliche Sicht geht nach meinem Verständnis vollkommen anders, weil jeder Ersparnis auch einer Verschuldung gegenübersteht. Also ohne Schulden sind Ersparnisse gar nicht möglich. Das heißt, wenn Menschen sparen wollen und niemanden finden, der entsprechend Schulden aufnimmt, haben wir automatisch in der Gesamtwirtschaft eine Abwärtsentwicklung. Insofern hat der Staat neben der Frage, wofür er Geld ausgibt, wofür auch kreditfinanziert Geld ausgibt, einfach die Aufgabe, die Ersparnis, die die Privaten immer tätigen wollen, aufzufangen. Und es ist genau aus der einzelwirtschaftlichen Sicht völlig rational zu sagen, ich möchte für die Zukunft vorsorgen und nicht sofort alles ausgeben, was ich verdient habe, sondern etwas sparen, um mir, wenn die Zeiten schwierig werden oder ich meinen Job verliere oder schlechter verdiene, noch eine Reserve aufzubauen. Nur wenn das alle in der Wirtschaft machen, was ihnen offen steht, ihnen frei steht, dann habe ich das Problem, dass insgesamt weniger ausgegeben wird, als was produziert wurde. Also irgendwer bleibt auf seinen Produkten sitzen. Und das ist der Anstoß für eine Abwärtsentwicklung ganz automatisch. Völlig unabhängig davon, was ein Schuldner mit seinen Schulden auch anfangen will, wo er sie hinausgibt. Aber wenn ich nur auf die Sparer setze, weiß ich, dass ich gesamtwirtschaftlich... Das hieße, wenn der Staat keine Schulden macht, hätten wir ein Problem. Ja, denn sagen wir mal, in den 60er und 70er Jahren war es kein Problem. Da haben die privaten Haushalte, die traditionell sparen, auch gespart, aber die Unternehmen waren bereit, sich zu verschulden. Die haben entsprechend Investitionen gemacht und diese Ersparnis sozusagen aufgesaugt, sodass in der Summe die Wirtschaft nicht eingebrochen ist. Und das haben die Unternehmen seit 20 Jahren aufgehört. Sie haben die Sparerrolle mit übernommen, sind nicht mehr Schuldner. Und damit da nicht eine Dauerrezession draus wird, ist quasi der Staat gezwungen, Schulden zu machen, außer er findet jemand anders und das hat Deutschland gefunden. Deutschland hat das Ausland gefunden als großen Schuldner seit vielen Jahren. Herr Werding, ich will das Publikum nicht mit Zahlen totschmeißen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, eine Dimension muss man deutlich machen. Die Bundesrepublik hat in den ersten 70 Jahren ihres Bestehens bis 2019 1,3 Billionen Schulden aufgehäuft. In den drei Krisenjahren sind 800 Milliarden dazugekommen. Können wir noch ruhig schlafen? Müssen wir uns als Bürger Sorgen machen? Also ruhig schlafen sollte man angesichts dieser Zahlen doch immer noch. Eines muss man im Kopf behalten. Die D-Mark und dann der Euro war zu verschiedenen Zeitpunkten sehr verschieden viel wert. Also diese 800 Milliarden, die jetzt dazugekommen sind in einer für unsere Verhältnisse sehr hohen Inflationsphase, haben nicht dasselbe Gewicht wie die 1,3 Billionen, die sich vorher über lange Zeit da aufgebaut haben. Und deswegen sind auch diese absoluten Zahlen jetzt nicht so wichtig. Man muss das in Verhältnis setzen zum laufenden Bruttoinlandsprodukt. Und auch da sehen die Zahlen nicht gut aus. Ja, wir verletzen eigentlich schon relativ lange dieses 60-Prozent-Kriterium, das auf europäischer Ebene mal in den Raum gestellt wurde. Wir haben uns über einen mühsamen Weg von 2010, Finanz- und Wirtschaftskrise, wo die Schuldenstandsquote auf 82% hochgeschnellt ist binnen eines Jahres, ganz langsam bis 2019 wieder auf 59,8, also gerade drunter runtergearbeitet. Ein, wie ich finde, guter Prozess. Und in der Krise ist es jetzt schon wieder drüber gegangen und zurzeit dümpeln wir so dahin bei Mitte 60%, weil die Inflation Jahr um Jahr am Schuldenberg nagt. Also die Situation ist nicht gut, aber die 800 Milliarden allein brauchen einen da noch klingen nicht. Klingen bedrohlicher, als sie ja. sind. Ja. Herr Nümann, auch Sie mit der Bitte um eine Einschätzung. Also privat haben die meisten Gefühl dafür, wann es brenzlig wird. Ansonsten dreht die Bank ja den Geldhahn zu. Wann wird es für den Staat gefährlich? Wann darf er keine weiteren Schulden mehr machen? Es gibt natürlich erstmal im Gefühl der meisten Leute ist es so, dass man sagt, naja, Schulden, das ist was Schlimmes, weil man selbst kennt, man muss sie abtragen. Und das birgt natürlich gewisse Gefahren, wenn man zum Beispiel die nicht abtragen kann, weil das Einkommen nicht stimmt etc., dann gerät man in die Bredouille. Beim Staat gibt es aber doch noch einen Unterschied, den ich stark machen möchte. Frau Spieker hat schon die bilanztheoretische Perspektive jetzt erwähnt. Und es gibt ja noch was, was dazukommt, nämlich der Staat selbst ist es, der die Währung stiftet. Das ist ja schon ein ganz klarer Unterschied zu mir als Privatbürger. Ich bin es ja nicht, der den Euro stiftet, wohingegen es ja so ist, wir sind in
in einem Zentralbanksystem, einem gemeinsam mit anderen Ländern. Und man hat ja zum Beispiel in der Pandemie gesehen, dass dieser Satz, der sehr oft gesagt wird, man kann nur ausgeben, was man eingenommen hat, dass das so nicht stimmt, sondern was ist passiert? Die EZB hat Unterstützung geleistet quasi, weil die Krise aufgekommen ist, hat es den Staaten ermöglicht, sich weiter zu verschulden. Und das hat nicht nur nicht in die Krise geführt, sondern umgekehrt hat geholfen, eine Krise abzuwehren. Das ist das, was man Gelddrucken nennt. Sie nennen das Stiften, De facto ist es Gelddrucken, klar. Also letztlich ist es so, dass die EZB zwar nicht direkt Staatsschulden kaufen darf von den Staaten, aber sie ist in den letzten 10 Jahren, seit dieser berühmten Whatever-It-Takes-Rede von Mario Draghi, dazu übergegangen, auf den Sekundärmärkten Staatsanleihen zu kaufen, heißt von Banken, und de facto ist es Gelddrucken. Ja. Ja, jetzt haben Sie so Ihre grundsätzliche Positionierung deutlich gemacht. Wir sind im Hier und Jetzt. Finanzminister Lindner sagt, wir müssen die Schuldenbremse wieder einhalten. Sie haben gerade zurückgeblickt auf die Krisenjahre, es hätte uns aus der Krise rausgeführt. Ist jetzt die Zeit, den Geldhahn wieder zuzudrehen? Ich würde erstmal übrigens in Frage stellen, wenn ich das anfangs kurz tun darf, ob der Herr Lindner eigentlich so sehr gegen die Schulden ist, wie er gerne öffentlich bekundet. Was man ja gesehen hat, ist, dass er nach der Bundestagswahl gesagt hat, wir wollen dafür sorgen, dass Deutschland Schulden abbaut, dass Deutschland spart, dass Deutschland gleichzeitig viel investiert und dass man noch dazu die Steuern senkt, wo eigentlich auch jeder Ökonom weiß, das ist völlig unmöglich. Und hat eigentlich ganz klar erstmal das Motto rausgegeben, Schulden sind in Zukunft investieren schlimm. Und sparen gleichzeitig, genau. Meinen Sie, ist unmöglich. Ja, genau, danke. Das ist natürlich völlig unmöglich und hat dieses Motto rausgegeben, wir wollen jetzt wieder zurück zur Schuldenbremse, wir wollen uns nicht mehr verschulden. Was de facto passiert, ist ja, Deutschland nimmt weiterhin Schulden auf. Man versucht das nur zu kaschieren, zum Beispiel über Sondervermögen oder beispielsweise darüber, dass man auch sagt, die KfW soll mehr Kredite bereitstellen, was ja am Ende des Tages bedeutet, Herr Lindner, dass das auf den Staat zurückfällt. Herr Lindner muss Wahlen gewinnen und Wähler gewinnen, ja. Aber jetzt Frage pragmatischer an Sie. Als er an Sie, tut müssen mitunter. Wir den Geldhahn jetzt wieder zudrehen? Nein, das würde ich sagen, ist noch nicht der Fall. Man ist ja immer noch in der Krise. Es ist immer noch so, dass diese inflationäre Krise, die jetzt seit etwas mehr als einem Jahr brodelt, dass die immer noch nicht überstanden ist. Von daher hielt ich das jetzt für verfrüht. Herr Milbrat. Ja, die Krise der Inflation hat auch was mit der Finanzierung der Staatsschulden zu tun. Die Geldmenge ist von der EZB in den letzten 12 Jahren dramatisch ausgedehnt worden. Ungefähr 7 Billionen mehr Geld ist geschaffen worden, als man für das Wachstum benötigte. Dieses Geld ist zu 80% durch Ankauf von Staatstiteln erfolgt. Man hat dadurch die Zinsen niedrig gelassen und hat dem Staat das ermöglicht. Nur diese Geldmenge ist ja nicht verschwunden, sondern sie ist sozusagen in Horte gewandert, so heißt das ökonomisch. Sie sind also noch nicht relevant geworden. Aber das ist wie Zunder. Wenn irgendwann mal der Funke brennt, dann geht's los. Und natürlich hat die Finanzierung zum Beispiel der Corona-Pandemie zur Inflation erheblich beigetragen. Denn was ist geschehen? Aufgrund der Pandemie gab es eine Angebotsreduktion. Die Lieferketten liefen nicht mehr. Die Leute konnten nicht mehr in die Geschäfte gehen oder in die Kneipen gehen, um Geld auszugeben. Es war also keine Nachfrageschwäche, sondern es war eine Angebotsschwäche. Und auf diese Angebotsschwäche haben wir mit massiven Erhöhungen von Ausgaben reagiert. Und dann ist die Inflation angesprungen. Und die ist nicht erst seit einem Jahr angesprungen, sondern schon in 2021 sieht man, dass also auch vor dem Krieg in der Ukraine, dass also die auf der Produktionsseite schon die Preise sehr stark stiegen, etwa vergleichbar mit 1951, das war Koreakrieg, das war die letzte große Inflation in Deutschland, dazwischen hat es noch eine in den 70er Jahren gegeben. An sich hätte das schon dazu führen müssen, dass man vorsichtig geworden ist. Das ist so wie ein Medikament, das kann vernünftig verschrieben und gebraucht durchaus wirken. Aber es ist nicht ein Allheilmittel. Und was wir im Augenblick haben, ist, wir laufen in eine Bankenkrise hinein. Denn wenn jetzt müssen die Zinsen hochgezogen werden, um die Inflation zu bekämpfen. In den Bankbilanzen sitzen aber überall die Staatspapiere, die da untergebracht worden sind. Die Banken machen auf einmal jetzt Verluste, weil sie ja auch aufgrund der Bewertungsvorschriften die Gewinne, die vorher gemacht worden sind, ja sozusagen als Eigenkapital gerechnet haben. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, die Bankenkrise ist wieder da. Die ersten Banken in Amerika gehen in die Knie. Es ist eine große Bank in der Schweiz in Schwierigkeiten gekommen. Die Schweiz hat im Augenblick bürgt für eine Bank, die fusionierte Bank, die größer ist,
in ihrem Volumen als das Bruttosozialprodukt. Sie haben komplizierte Dinge nachvollziehbar erklärt. Heißt das jetzt Geldhahn zudrehen? Ja, zunächst einmal die Art der Finanzierung. Wir konnten doch nur so schön das finanzieren, weil die EZB die Schuldtitel aufgekauft hat. Wenn die EZB die Schuldtitel nicht aufgekauft hat, wären schon sehr viel früher die Zinsen gestiegen und dann wäre noch eine Diskussion gewesen, lohnt es sozusagen oder verdrängt es nicht woanders etwas, denn wenn die Zinsen steigen, wird auch weniger investiert. Mhm. Oder die Hausbauer haben Schwierigkeiten. Das heißt also, wir verdrängen im Augenblick natürlich Ausgaben woanders und zwar durch die Inflation. Es ist ja nicht so, dass durch die Verschuldung auf einmal das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial gestiegen ist, dass mehr sozusagen im Pott ist, sondern wir versuchen nur, nicht mit Steuern darauf zuzugreifen, sondern auch mit Schulden. Das läuft aber nur, indem also über die Inflation diejenigen, die also zum Beispiel die Riester-Rentner, denen wir vor 20 Jahren erzählt haben, sie sollten für ihr Alter vorsorgen, weil ja die Rente nicht mehr eine Wohlstandssicherung ist, die werden jetzt, denn sagen wir jetzt April, die werden weniger rauskriegen über ihr Leben, als sie vorher reingezahlt haben. Was für ein Staat ist das, der also seine eigenen Leute betrügt? Frau Spieker, Herr Werding, Geldhahn. Ja, ja, also es kommt gut an, wenn man sagt, dass der Staat zurückhaltend sein soll. Ich merke das. Wie ist Ihr Blick darauf? Ist jetzt der Zeitpunkt, nach dem, was Herr Milbrath beschrieben hat, mit den Gefahren, mit den Auswirkungen, den Geldhahn wieder zuzudrehen? Ja, zunächst möchte ich mal in Frage stellen, ob die aktuellen Preisschübe, die wir erlebt haben, etwas mit einer Geldmenge und einer Geldmenge, die die EZB geschaffen hat, zu tun hat. Wir haben zwei exogene Schocks gehabt. Die Pandemie, die zu einem, wie Sie richtig sagten, Angebotsrückgang geführt hat, gleichzeitig auch zu einem Nachfragerückgang. Die Leute konnten nicht reisen, die sind nicht mehr in die Geschäfte gegangen oder sehr viel weniger. Sie sind aber bezahlt worden, da haben Sie schon recht. Sie haben Kurzarbeitergeld bekommen und entsprechend sind nicht die gleiche Menge an Waren hergestellt worden. Und dann sind die Lieferketten nicht so schnell wieder in Gang gekommen wie die Nachfrage. Und das hat selbstverständlich zu einem Preisschub geführt. Und jetzt der Ukraine-Krieg hat natürlich mit den Sanktionen auch zu Angebotsengpässen geführt und vor allen Dingen auch zu Spekulation. Und das hat die Preise entsprechend nach oben geschoben. Aktuell sind sie wieder am Fallen im Energiebereich und in vielen Bereichen auch wieder und wir werden das auch erleben. Denn es ist so, dieses Preisfeuer, was es da gegeben hat durch die beiden exogenen Schocks, wird sich nicht in einer hohen Inflationsrate fortsetzen können, wenn es kein Futter findet. Es kommt auf die Einkommen an. Und da muss man sagen, in Deutschland sind die Lohnabschlüsse sehr vernünftig zurzeit. Sie versuchen, die unteren Einkommen abzufedern gegen die wirklich unerträglichen Preisschübe für bestimmte Einkommensgruppen im Nahrungsmittelbereich, im Energiebereich und sind aber oben sehr vernünftig und sehr viel geringer, sodass ein großes Preisfeuer auf Dauer kein Holz mehr finden wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Inflationsproblem schneller in den Griff bekommen als die Probleme, die die Zinssteigerungen durch die EZB, die sie dadurch versucht zu bekämpfen, diese Inflationsraten, erzeugt. Wie Sie schon sagten, der Bau ist der Erste, der darunter leidet. Und das ist für unsere Bauwirtschaft natürlich ein Riesenproblem, weil alle Kapazitäten, die die mal aufbauen, Arbeitskräfte, die ausbilden, natürlich dann sofort wieder abspringen. Und dieses Hin und Her in diesem wichtigen Sektor können wir uns überhaupt nicht leisten, vor allen Dingen, wenn wir daran denken, dass wir den Bausektor zur Umgestaltung einer klimaneutralen Wirtschaft dringend brauchen. Ich dachte, ich hätte eine einfache Frage. Bitte. Ich dachte, ich hätte eine einfache Frage gestellt. Ich merke aber, dass Sie das Bedürfnis haben, sozusagen zu erklären, was bisher geschah. Ich antworte gerne noch auf Ihre Frage, ob wir den Geldhahn zu drehen sollten. Sonst hätte ich bei Herrn Werding versucht. Also. Der wird seine Meinung bestimmt auch gleich noch sagen. Nein, also den Geldhahn zudrehen, ich habe mir die Prognose des Sachverständigenrats angeschaut, der das für dieses laufende Jahr beim Staat so prognostiziert und erst recht fürs nächste Jahr. Also die 100 Milliarden Schulden, die wir letztes Jahr der Staat gemacht hat, werden dieses Jahr mit 66 Milliarden angenommen und nächstes Jahr mit 17 Milliarden. Die 17 Milliarden sind dann ungefähr die Schuldengrenze, also 0,4% minus 0,35 darf man laut Grundgesetz machen. Und trotzdem hat der Sachverständigenrat erfreulicherweise ja keine Rezession prognostiziert, sondern dieses Jahr ein ganz schwaches Wachstum und nächstes Jahr ein etwas größeres. Und
Das widerspricht ja meiner Aussage, wenn alle sparen, muss es doch bergab gehen. Genau, es sparen nämlich nicht alle, sondern der Leistungsbilanzüberschuss steigt wieder. Also das Ausland nimmt uns wieder die Schuldenrolle ab. Das ist zumindest in der Prognose so. Und insofern müssen wir keine Rezession befürchten. Versuch's doch mal bei Herrn Werding. Also mein simples Bild, ich habe verstanden, was da volkswirtschaftlich hintersteht und bin Ihnen auch dankbar für die Erklärungen, aber trotzdem das Bild, das wir eben zusammen ja auch angeschaut haben, die 800 Milliarden, die als Schulden schon im Buch stehen, noch gar nicht alle ganz abgerufen und der Wunsch, jetzt wieder die Schulden zusammenzukochen auf 17 Milliarden, also auf einen kleineren Betrag. Ist es richtig und nötig, jetzt den Geldhahn zuzudrehen? Also man kann sicherlich darüber streiten, ob das ab 23 oder ab 24 gelten muss. Wir haben da ja auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit zwischen dem, was wir in der Bundesrepublik fahren. Wir wollen ab diesem Jahr die Schuldenbremse einhalten. Auf europäischer Ebene sind ähnliche Regeln noch für dieses Jahr ausgesetzt. Aber eins ist ganz klar, das, was im Krisenmodus richtig war, trotzdem auch manchmal überdosiert war, über manches sinnvolle Maß auch hinausgeschossen ist, aber sowas passiert in der Krise, wenn man da schnell bekämpfen muss. Das kann kein Dauerzustand sein. Also als Herr Nymoen vorher sagte, wir sollten bestimmte Dinge einfach immer weiter fortsetzen, weil wir sind nicht ständig im Krisenmodus. Ja, gerade weil die Finanzpolitik in der Situation, wie wir sie im Frühjahr 20 hatten, in die Vollen greifen konnte, müssen wir in die Situation zurück, das bei nächster Gelegenheit wieder zu können. Und darum hat Herr Lindner halt jetzt einen Trick gewählt, die Tür mit dem Haushaltsjahr 22 zuzumachen, aber noch Sondervermögen zu befüllen, im Grunde noch gar nicht mal zu befüllen, sondern die Regeln waren so geändert, das musste nur letztes Jahr noch beschlossen werden. Und dann kann eben noch mal für bestimmte Zwecke, diese Zweckbindung ist dann wichtig, zusätzliche Mittel aufgenommen werden und auch zusätzlich verausgabt werden. Wir hätten dieselbe Diskussion und weitere dreistellige Milliardenbeträge dieses Jahr gehabt, wenn diese Karte nicht letztes Jahr schon gezogen worden wäre. Also wir haben uns das im Sachverständigenrat einmal angeguckt und haben dann gesagt, naja, das ist ein Trick, aber in dem Fall vielleicht ein erlaubter. Also wir haben nicht mal den Zeigefinger gehoben, was wir bei ein paar anderen Sachen gemacht haben. Interessanterweise sitzen wir in einem Saal, wo die Frage in absehbarer Zeit noch beraten wird, ob es ein auch aus rechtlicher Sicht erlaubter Trick ist. Sie sagen volkswirtschaftlich. Volkswirtschaftlich, ja. Man muss sehen, in welchen Diskussionen wir letztes Jahr, und zwar im Grunde dann in dem dritten Krisenjahr, aber mit einer völlig neuen Krisenszenerie standen. Geld locker zu machen für die Bundeswehr, der Kanzler sprach von der Zeitenwende, schien am Ende auch eines langen Weges, ich will jetzt gar nicht über das Beschaffungswesen der Bundeswehr hier auch noch reden, glaube ich, kurzfristig schon notwendig. Was einem da wieder Kummer machen muss, ist, wir nutzen dieses Sondervermögen für die Bundeswehr im Grunde, um für die nächsten Jahre das 2%-Ziel zu halten. Und eigentlich sollten wir das normal einplanen in den Bundeshaushalt. Also da sind wir offenbar noch nicht so ganz unterwegs, aber also da waren Ausgaben gefragt. Wir hatten im August, September die Zeit, wo der Sachverständigenrat zusammensitzt und im Wochenrhythmus das neue Jahresgutachten berät, unglaublich hochschießende Großhandelspreise für Erdgas und Strom in Europa. Dann die Idee eben, dass man da Preisbremsen macht. Und wir hatten eine kurze Verbindung zur dafür zuständigen Kommission, denn eines der Mitglieder unseres Sachverständigenrates, Frau Grimm, war Co-Vorsitzende der Energiepreisbremsen-Expertinnenkommission, ich glaube, so hieß sie, und hat uns im Grunde berichtet, und da sitzen also dann doch fünf Ökonomen, die erstmal fragen, Preisbremsen, ist das wirklich gerade schlau, dass das unter Umständen eben doch das Mittel der Wahl ist, auch eben gerade nicht im Sinne einer Preisbremse, sondern mit so einer Abschlagsregelung, die die Sparanreize erhält. Also wir haben da viel Bauchschmerzen gehabt und haben dann nur gesagt, okay, das kann man dieses Jahr alles machen, aber man kann es nicht auf Jahre und Jahrzehnte fortsetzen, sonst fliegen uns die Schulden um die Ohren. Also Herr Werding, Herr Werding sagt, das war für die Krise okay. Aus seiner volkswirtschaftlichen Sicht war es auch erlaubt. Herr Milbrath, Sie sind mal mit dem eisernen Steuergroschen ausgezeichnet worden. Da waren Sie Finanzdezernent der Stadt Münster. Und diese eiserne Sparsamkeit haben Sie auch in Sachsen beibehalten als Finanzminister und Ministerpräsident. Können Sie es übers Herz bringen zu sagen, ja, das war in den letzten Jahren okay. Sparsamkeit, eiserne Sparsamkeit ist nicht für alle Zeiten das Richtige? Wenn man niedrige Schulden hat, hat man gewisse Spielräume für Krisen, weil dann man nicht in einen Griechenland-Effekt oder kommt oder Italien-Effekt. Das ist schon richtig. Und natürlich gibt es Fälle, wo man nicht anders kann. Also ein klassisches Beispiel ist die Finanzierung der Wiedervereinigung gewesen. Die war unvorhergesehen, man musste was tun und die konnte man nicht
die Alternative wäre gewesen. Entweder Corona nicht so, und der Krieg oder auch. Steuern. Ja, da muss man schon sagen, man konnte es nicht über Steuern finanzieren, weil das eine Überlastung der Generation gewesen wäre, die gerade 1990 folgende Steuern zahlte. Deswegen hat man das auf eine längere Fahrt geschoben und hat gesagt, das ist eine Generationenaufgabe. Aber immer, es muss in irgendeiner Form durch Steuern oder durch Ersparnisse an anderer Stelle wieder finanziert werden. Noch einmal, die Schuldenbremse ist, oder die Verschuldung ist kein Dukatenesel. Die Probleme, dass Dinge knapp sind, werden dadurch nicht außer Kraft gesetzt, sondern man versucht mit Schulden woanders das sozusagen Ressourcen zu bekommen, als wie man über Steuern bekommt. Und da ist ein politisches Problem. Alle Probleme, die mit Staatsbankrott zu tun haben und mit Inflation zu tun haben, hoher Inflation, sind alle ausgelöst durch übermäßige Schulden. Das war die Lehre, die wir 1949 bei dem Grundgesetz genommen haben und gesagt haben, das soll nicht wieder passieren. Der Bürger muss auch insoweit geschützt werden für die Übergriffigkeit des Staates. Man kann jetzt über die Frage, wie die Schuldenbremse ausgeprägt werden soll, was man erlaubt, was man nicht erlaubt, wie das mit Investitionen ist, und kann man lange darüber diskutieren. Nur, es ist ja die alte Zeit mal beschrieben worden, 20% war der Schuldenstand 1969, als die Veränderung der Schuldenbremse kam im Grundgesetz, 69, 20%. Damit ist der gesamte Wiederaufbau damals finanziert worden. Massiv investiert worden. Auch die Industrie hat investiert, sondern es hat funktioniert. Dann hat man nach 1970 gedacht, gab es eine Krise 73. Jetzt gehen wir also in die Vollen und hat was bekommen? Stagflation. Genau das, was wir heute haben. Wir haben Inflation und geringes Wachstum. Es hat eben nicht funktioniert. Wenn ich dieses Mittel, das also bei der ersten Krise 67, 69, da hatten wir eine Nachfragekrise, hat es gewirkt. Dann haben wir versucht, über die ganzen 70er Jahre das zu machen. Das Ergebnis war ein starker Anstieg der Verschuldung, ein Rückgang der Investitionen. Die Verschuldung hat nicht dazu geführt, dass mehr Investitionen getätigt worden sind. Das ist auch meine Erfahrung als Finanzminister gewesen. Es gibt keinen Zusammenhang auf der staatlichen Ebene zwischen Investitionen und Verschuldung. Die Verschuldung wird meistens eine Residualgröße. Das ist, was man haben möchte, aber nicht kann. Dann sagt man, das ist Verschuldung. Und die Investitionen werden dann mehr als Vorwand genommen. Aber die Investitionen sind nicht das Kriterium, um Schulden aufzunehmen. Im Übrigen, wenn man das machen würde, müsste man bei Investitionen von Nettoinvestitionen ausgehen. Wir können ja nicht hingehen und sondern die Abschreibung und die Wertverluste auch noch durch Verschuldung bezahlen. So, das waren die Probleme, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Ja. Und wir sind im Augenblick, da möchte ich meiner Kollegin widersprechen, im Augenblick in einer Situation, die sehr ähnlich ist der Situation 1973. Ich habe das damals noch erlebt. Ich glaube nicht, dass die Inflation schnell runtergeht. Wir werden Zweit- und Drittrundeneffekte haben. Das war damals auch der Fall. Und wir werden also lange brauchen, bis wir aus dieser Inflationsphase wieder rausbekommen haben. Nur die Inflation hat doch auch Nachteile für Bürger. Es wird immer so getan, als ob da niemand betroffen würde. Natürlich hat auch diese Art von Verschuldung, das heißt also auch die Finanzierung der Schulden über die Notenbank, trifft natürlich jemanden. Entzieht jemandem Vermögen oder Einkommen. Und dann sollten wir doch ehrlich sein und sagen, wenn wir mehr brauchen für den Staat, für Klimaschutz und so weiter, dann bitte schön, liebe Politiker, ich war ja auch einer, dann erhöht die Steuern, erklärt den Bürgern, dass das notwendig ist und versucht es nicht so zu tun, als ob das eine Win-Win-Situation ist, der Staat der Weihnachtsmann wäre. Herr Niemann. Da hätte ich jetzt persönlich auch keine Probleme mit. Also ich habe jetzt auch kein Problem mit Schulden, aber klar, man kann auch über diese steuerliche Komponente ran. Nur das ist ja etwas, was in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mehr zum Tabu geworden ist. Man hat, untere Einkommensgruppen, denen hat man mehr aufgebürdet, beispielsweise durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Aber die oberen Einkommensgruppen wurden ja über Jahrzehnte hinweg entlastet. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass der Spitzensteuersatz in Deutschland vor einigen Jahrzehnten noch bei über 50% lag. Der ist jetzt mittlerweile bei 45% für Leute, die mehr als ein Viertel
Viertelmilliarde im Jahr bekommen. Wir haben gesehen, dass die Unternehmenssteuern immer weiter gesenkt worden sind. Klar, da kann man auch rangehen. Nur dann wird natürlich immer behauptet, ja, das Kapital ist ein scheues Reh, das können wir uns nicht leisten. Wir sind in internationaler Konkurrenz und deshalb sei das nicht machbar. Ich würde behaupten, das stimmt nicht unbedingt, aber das ist ja die Ausrede, mit denen viele Ökonomen, aber auch Politiker immer dagegen opponiert haben, Steuern wieder zu erhöhen. Unsere Überschrift, also danke für die klare Positionierung. Ich glaube, die Unterschiede sind deutlich geworden. Unsere Überschrift heißt ja gute Schulden, schlechte Schulden. Und was in der aktuellen Diskussion, Frau Spieker, natürlich oft eine Rolle spielt, ist, da heißt es 100 Milliarden für die Bundeswehr, die waren da. Aber die Pflegereform kann jetzt nicht stattfinden wie geplant. Und für die Kindergrundsicherung ist das Geld nicht da. Oder wenn man in den Bundeshaushalt guckt, 120 Milliarden für Rente sind da, mit Versprechen für Menschen, die ohne Not mehr bekommen, weil es bestimmte politische Beschlüsse gab. Aber sag mal, für Kranke und Kinder ist nichts da. Ist das Entscheidende, wofür diese Schulden gemacht werden? Und wie kriegt man das jetzt mit Blick auf die aktuelle Situation hin? Wie kriegen wir einen Maßstab dafür, welche Schulden gut, gerecht, förderlich, gesellschaftlich wünschenswert sind, vielleicht auch im Sinne des Grundgesetzes, der Werte unserer Gesellschaft? Also schlechte Schulden sind Schulden, die man unfreiwillig macht. Wenn ein Unternehmen seine Produkte nicht los wird und sich deswegen unfreiwillig verschuldet, ist seine Reaktion, in der nächsten Periode weniger zu produzieren, vorsichtiger zu sein, vor allen Dingen nicht zu investieren, keine Erweiterungsinvestitionen vorzunehmen. Das sind auf jeden Fall schlechte Schulden und die kommen durch privates Sparen zustande. Schlechte Schulden sind für den Staat, wenn eine Rezession kommt und er gezwungen ist, seine Arbeitslosenversicherungen zu zahlen und die sinkenden Steuereinnahmen irgendwie zu verteilen und die Löcher, die es in der Rentenversicherung gibt, dann aufzufangen. Es wäre sehr viel schlauer, er würde sich sozusagen aktiv verschulden. Es wäre auch ganz toll, wenn sich unsere Unternehmen aktiv verschulden würden, also freiwillig und sagen, wir wollen was anfangen. Aber das wir wollen Wesen genau aller Schulden ist, dass wir heute von dem Geld was haben und später andere, die noch leben, die heute jünger sind, das Ganze bezahlen müssen. Naja, es kommt darauf an, was man mit den Schulden finanziert. Ne? Wenn wir einen öffentlichen Kapitalstock finanzieren, ist nicht einzusehen, dass die aktuelle Generation den komplett bezahlt, weil, wenn er erhalten wird, die zukünftige Generation auch noch was davon hat. Das ist überhaupt kein Problem, ist über die Abschreibung, wie Sie ja eben schon sagten, Herr Professor Milbrath, wenn man die finanziert aus den Steuereinnahmen, also das, was wir verbrauchen von dem öffentlichen Kapitalstock, das ist sinnvoll, wenn wir das aus dem öffentlicher Kapitalstock? Naja, unsere ganze Infrastruktur, die ganze Verwaltung. Okay. Es ist relativ schwierig, genau das festzulegen. Also es gibt natürlich in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Definitionen, was Investitionen sind. Aber wir erinnern uns daran, es war mal eine Zeit lang, wurde immer gesagt, wir sind das Land der Bildung und unsere Zukunft sind unsere Kinder und in deren Bildung müssen wir investieren. Nun ist aber die Ausgaben, die der Staat für Bildung tätigt, laufen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung unter Konsum. Und da wird man dann schon ein bisschen stutzig. Das ist doch was, was wir in die Zukunft investieren, in unsere Kinder. Also die volkswirtschaftliche Definition und das, was wir wirklich bezwecken wollen, nämlich ein Land zu haben, das zusammenhält und das die Zukunft bewältigen kann, sowohl einen gewissen Wohlstand erwirtschaftet, aber vor allen Dingen auch auf den natürlichen Kapitalstock, also unsere natürlichen Ressourcen Rücksicht nimmt, das muss das Ziel sein. Und das kann man sicherlich auf verschiedenen Wegen erreichen. Und ich meine, das ist Aufgabe der Parteien und der Politik, den Weg zu finden, festzulegen, was hat Vorrang, was ist uns wirklich wichtig, was wollen wir als öffentliche Güter bereitstellen, die konsumtiven Charakter haben können und was wollen wir als öffentliche Güter bereitstellen, die investiven Charakter haben, Wohnungsbau zum Beispiel, sozialer Wohnungsbau oder so. Herr Werding, können Sie praktische Beispiele nennen für gute Schulden und für schlechte Schulden? Ja, ich stutze gerade ein bisschen bei dem, was Frau Spieker erzählt. Also das Bemerkenswerte an unserer Schuldenbremse in der Fassung, wie wir sie jetzt seit 2009 im Grundgesetz haben, ist, dass dort öffentliche Investitionen nicht als Grund für Verschuldung zugelassen sind. Es ist eine alte ökonomische Weisheit und in dem Bereich sind auch private Schulden wie öffentliche Schulden, dass man für Investitionen sich eigentlich verschulden darf. Die Erfahrung, die wir mit der Regel gemacht haben, die das zuließ, von 1998
eigentlich 48. 69 war der. Ja, ja. Also jedenfalls ist das eine Regel, die ist deutlich älter als die Schuldenbegrenzungsregel von 69, von der Sie ja vorher sprachen. Die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, ist, es gibt keine Verbindung zwischen Verschuldung und öffentlichen Investitionen. Es wurde also vor 2010 genauso wenig öffentlich investiert wie seither. Und es war eigentlich immer nur eine Ausrede dafür, weil die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Investitionen nicht so trennscharf, so ganz sauber definiert, eine Ausrede dafür, die Verschuldung wachsen zu lassen. Insofern wären das sicherlich gute Schulden, aber wir kriegen das von den Regeln ja offenbar nicht so gut in den Griff. Und ich habe mich dann auch gewundert, dass Sie gesagt haben, ungeplante Schulden in der Konjunkturkrise seien schlechte Schulden. Die stabilisierungspolitische Funktion von Staatsverschuldung ist eigentlich was Gutes. Das ist das, was Keynes entdeckt hat, weil er gesehen hat in der Great Recession in den 20er Jahren, dass hier Staaten prozyklisch gespart haben, in der Krise also versucht haben, ihre Haushalte zu konsolidieren. Noch besser wäre es, die Krise gleich zu vermeiden. Und da sind nämlich öffentliche Schulden wirklich anders als private Schulden. Ganz praktisches Beispiel. Einer dieser zig Milliardenfonds sorgt dafür, dass jede und jeder hier im Raum bei Gas und Strom, egal ob wir es brauchen oder nicht, einen Bonus vom Staat bekommt. Das ist eine große Gießkanne, die über uns alle, ich glaube, dieses Jahr auf jeden Fall noch, vielleicht auch noch nächstes Jahr schwappt, ich weiß es gar nicht genau. Sind das gute oder schlechte Schulden? Ich bin sehr froh, dass wir wahrscheinlich sehr wenig von dem Sondervermögen, das dafür gebildet wurde, werden ausschöpfen müssen, weil die Preisentwicklung dann doch freundlicher ist. Es hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass alle weniger nervös waren. Zur Preisentwicklung hat aber auch beigetragen, dass Deutschland aufgehört hat, Flüssiggas zu jedem Preis aufzukaufen, um seine Gasreserven aufzufüllen. Und dass wir auch ein bisschen angefangen haben, uns auf europäischer Ebene zu koordinieren. Das hätten wir eigentlich aus der Covid-19-Pandemie schon merken können, dass gemeinsam einkaufen und eventuell auch Preise gegenüber Russland einfach mal setzen. Das wären schlechte Schulden, wenn wir sie vollständig in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall. Okay. Was ich vorher mit dieser stabilisierungspolitischen Funktion meinte, also in der Krise nicht alles herunterzusparen, das ist also so eine Entdeckung gewesen dann von Keynes. Ab den 60er Jahren wurde das auch Wirtschaftspolitik. Und das war erneut dann sehr oft eigentlich nur eine Ausrede dafür, die Verschuldung hochgehen zu lassen. Man hat kleine Krisen, wo man eigentlich die automatischen Stabilisatoren hätte wirken lassen können, versucht mit ganz viel Neuverschuldung dann im Grunde auszureiten und man hat versucht, gegen Strukturprobleme zu kämpfen, als wären es konjunkturelle Probleme, als wäre es eine Unterauslastung der Produktionsfaktoren. Lange Geschichte, die also in den Schulden stand. Sie haben schon ein paar Zahlen genannt, Herr Milbrat. 1991 im Jahr der Wiedervereinigung bei 40% des BIP hat stehen lassen, 10 Jahre später bei 60%, nochmal 10 Jahre später bei 80% und dann haben wir uns auf den Weg nach unten gemacht mit der Schuldenbremse. Mhm. Und insofern, Schulden sind manchmal gut. Es hat auch eine Schuldenbremse gegeben, nur die hat nicht gewirkt. Ja. Weil eben, was Sie gesagt haben, diese keynesianische Argumentation, die ja die meisten Volkswirte, ich auch teile, dass also für den Fall der Unterauslastung natürlich Verschuldung möglich ist, ja gut ist, weil ja auch das Bruttosozialprodukt entsprechend steigt, weil sonst die Produktionsfaktoren nicht beschäftigt werden, also die Arbeiter nicht, die Maschinen nicht. Das ist gut, das sollte auch gemacht werden, das sind insoweit gute Schulden, weil sie zur Stabilisierung der Volkswirtschaft beibringen und es gibt immer Konjunkturwellen, das ist in der Marktwirtschaft inhärent, weil ich eben eine Anpassung über die Märkte haben und die können Fehler machen und deswegen kann es also diese Dinge geben. Das ist okay, aber dann muss es aber auch wirklich eine Unterauslastung sein. Aber wenn ich eine Unterauslastung nur behaupte und dann also versuche, mit Schulden sozusagen noch höher zu pushen, also zu dopen und dann noch die Gelddruckmaschine anschmeiße, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich Inflation kriege. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie ja, also es gibt gute Schulden und schlechte Schulden, im Detail wären Sie vielleicht... Es gibt gerechtfertigte Schulden, da muss man aber, wo man also dann so ähnlich wie der Privatmann auch vorgeht, wenn er zum Beispiel, er will jetzt meinetwegen, um Energie zu sparen, neue Fenster einbauen, es hat das Geld nicht. Aber wenn er die einbaut, hat er manchmal in 5 oder 6 Jahren hat sich das amortisiert. Das sind Schulden, die sich rechnen. Und da würde niemand etwas gegen sein, wenn so etwas gemacht wird. Auch beim Staat würde niemand etwas dagegen. Aber ich habe Herrn Werding so verstanden, das Problem ist, also man könnte sich vielleicht auch in dieser Runde darauf einigen, was gute, gerechtfertigte und was schlechte Schulden sind. Es sind auch Regeln dafür geschaffen worden, aber die Regeln haben nicht funktioniert oder sind von der Politik missachtet worden? Nein, die Politik möchte die Regeln nicht. An sich ist das... Das sagen Sie aus Erfahrung, oder? Ja, ich sage ja nur, also
ich als Volkswirt weiß ich, alles ist knapp. Ja. Es gibt immer die Fragestellung, die meisten Fragestellungen heißen entweder oder. Entweder kaufe ich das eine oder ich kaufe das andere. Und das mögen Politiker nicht. Seit Willy Brandt wissen wir, ein kräftiges sowohl als auch. Man will sich eben der Prioritätenbildung entziehen und sagt, das können wir doch machen, indem wir Schuldenlauf nehmen. Das heißt also, die Politik liebt das nicht, weil sie sozusagen gefesselt ist, sozusagen Entscheidungen zu treffen. Ist doch viel schöner, keine Entscheidung zu treffen. Den Weihnachtsmann zu spielen. Da werde ich auch als Politiker doch eher gewählt. Wenn ich jetzt sage, wir müssen die Steuern erhöht werden, sage ich, nein, die Steuern müssen nicht erhöht werden. Das können wir auch ohne machen. Dazu würde ich gerne Sie, Herr Neumann, mal hören, weil Ihr Podcast heißt Wohlstand für alle. Das klingt so ein bisschen wie Willy Brandt. Nee, das ist Erhard. Das klingt eher nach Ludwig Erhard, habe ich mir sagen lassen. Aber natürlich hat das uns überhaupt nicht auf die Idee gebracht, diesen Slogan zu kapern. Ja, also wir haben den Slogan dort gekapert. Genau, aber wie machen Sie das jetzt hier mit der Diskussion? Gute Schulden, schlechte Schulden, wie machen Sie Wohlstand für alle? Naja, ich glaube, wir können ja erstmal jeder uns irgendwas überlegen, wo wir sagen, hierfür halten wir Schulden gerechtfertigt, dafür nicht. Der eine sagt, Bildung ist wichtig, Schieneninfrastruktur, der andere sagt, die Aufrüstung der Bundeswehr, die ist jetzt gerade wichtiger. Es gibt dann ja zusätzlich dazu noch eine andere Ebene, nämlich Deutschland verschuldet sich auf Finanzmärkten und die bewerten dann nochmal, was sie davon gut finden und was nicht. Und da gilt natürlich zum Beispiel im Regelfall, wenn ein Staat Schulden aufnimmt, um Konsum zu tätigen, wird es eher als schlecht angesehen, wenn ein Staat zum Beispiel investiert, beispielsweise in Infrastruktur, dann ist es was, das kann sich später auch fürs Privatkapital rechnen auf die eine oder andere Weise. Es wird dann zum Beispiel eher gut bewertet. Interessant fand ich jetzt. Wie bitte? Also, finde es interessant. Achten Finanzmärkte darauf? Und was sagen, Staaten machen? Na klar, also zum Beispiel Deutschland hat im vergangenen Jahr viele Schulden aufgenommen, um Gaspreise für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen zumindest zu bremsen, wie es dann hieß. Das hieß ja Gaspreisbremse am Ende. So, das ist zum Beispiel etwas, das könnten viele andere Staaten in dieser Welt nie machen, wenn die sagen würden, so eine konsumtive Ausgabe wird getätigt. Die würden sofort abgestraft werden dafür, würden also höhere Staatszinsen auf die Staatsanleihen zahlen. Ja, weil sie von einer ganz anderen Ausgangslage ist. Wenn ich in Griechenland bin mit 180% vom BIP, und jetzt so etwas mache, werde ich natürlich anders beurteilt, als wenn ich in Deutschland im Augenblick bei 70% bin und das drauf gehört. Das heißt also, wer sich also auch entsprechend Spielraum geschaffen hat, indem er eben nicht alles ausgegangen, nicht sofort in die Vollen gegangen, hat natürlich in den Notzeiten es etwas einfacher, auf den Kapitalmärkten das zu machen. Wenn ich aber immer Oberkante, Unterlippe gefahren bin, dann ist jeder kleine Wellenschlag, führt dazu zum Ertrinken. Ich hatte nachgefragt und unterbrochen, das war die Erklärung, bitte. Ich würde kurz widersprechen. Also erstmal, klar, die gucken vielleicht auf Schuldenstände an den Finanzmärkten, aber nicht ausschließlich. Das ist sicherlich das Einzige, sondern zum Beispiel auch auf sowas wie Kapitalverwertung. Da ist es dann zum Beispiel so, dass man weiß, okay, in einem Land wie Deutschland, wenn nicht gerade Krise ist, dann kann man Schulden aufnehmen. Wenn Krise ist, kann man Schulden aufnehmen, weil man weiß, nach der Krise wird sich wieder rechnen. Und das ist natürlich der Grund, warum zum Beispiel, nachdem Deutschland Schulden aufgenommen hat, für diese konsumtive Ausgabe im vergangenen Jahr die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken sind. Also da hat man gesehen, Deutschland hat schon eine mächtige Position, eine Ausnahmeposition, auch sogar innerhalb des Eurosystems. Ist doch alles über die EZB finanziert worden. Herr Spieker. Die Kapitalmärkte funktionieren doch in Europa gar nicht mehr, sondern es wird doch alles sofort von der EZB aufgekauft. Frau Spieker ist der entscheidende Punkt, ob ein Land an den Kapitalmärkten gut dasteht oder nicht, ist, ob es Leistungsbilanzüberschüsse erzeugt. Ob es so international wettbewerbsfähig ist, dass es immer liquide ist. Sonst können Sie ja nicht erklären, warum Japan mit 140 und 150% Staatsverschuldung überhaupt kein Inflationsproblem hat und auch überhaupt kein Problem an den internationalen Kapitalmärkten. Weil deren öffentliche Schulden von den eigenen Staatsbürgern gehalten werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist in Deutschland ganz genauso. Wir sind nicht im Ausland verschuldet, sondern das Ausland ist bei uns verschuldet. Und das ist das Problem, was wir haben. Denn die Ersparnis, die Privaten hier zustande bringen, die ist so hoch. Also war im letzten Jahr ungefähr 250 Milliarden. Nur 100 Milliarden hat der Staat von diesen Ersparnissen seinerseits als Verschuldung übernommen. Die anderen 140, 130 Milliarden musste das Ausland uns abnehmen. Sonst wären wir in einer tiefen Rezession gelandet. Das muss man doch mal wahrnehmen. Wir sind in einer monetären Wirtschaft, wo Ausgaben und Einnahmen sich immer entsprechen. Und wenn die einen weniger ausgeben, als sie eingenommen haben, macht jemand anders Defizit. Das geht gar nicht anders. Das ist keine Theorie, es ist nicht Keynes, es ist nicht Neoklassik, es ist reine Rechnung. Und wir müssen uns fragen, wer diese Schulden macht. Und wir machen seit
seit 15 Jahren macht das Ausland diese Schulden für uns, und zwar massiv. Und wir müssen uns fragen, sind das gute Schulden? Wie sollen die das denn jemals zurückzahlen? In der FAZ steht regelmäßig, dass wir als alterndes Land dann eines Tages mal auf dieses Vermögen, das im Ausland steht, zurückgreifen werden, nämlich als Rentner, dass dann dieses Vermögen verfrühstücken werden. Das würde aber voraussetzen, dass wir dann jahrelang Defizite, Leistungsbilanzdefizite machen, denn nur so können wir sozusagen das Ausland an uns zurückzahlen lassen. Das hat aber kein Mensch vor, weil unsere Wirtschaftsstruktur da überhaupt nicht zu passt, zu solchen Defiziten. Manche Argumente sind ja richtig, obwohl sie in der FAZ stehen. Ja, Sie sind aber ganz sicher an der Stelle falsch. Schönborn hat vorher darauf hingewiesen, dass ich einen Lehrstuhl für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen habe. Und ich beschäftige mich seit 20 Jahren intensiv mit der demografischen Alterung in Deutschland. Wir stehen vor einer Situation, wo sich automatisch bei uns die Leistungsbilanz umkehren muss, weil wir wesentlich mehr konsumieren, als wir produzieren können. Aber wissen Sie, bei wem wir uns verschuldet haben, wer unsere Schulden macht? Das ist Frankreich, das sind die USA. Es ist nicht das junge Nigeria. Ne? Also diese ganze Begründung, eines Tages ist ein junges Land, das die Dinge herstellen wird, die wir als Alte konsumieren, ist einfach falsch. Denn wir machen die Überschüsse mit Ländern, die selber alt sind. Das ist doch kein sinnvolles Argument. Also erstens haben wir einen der extremsten Alterungsprozesse. Ja, die Alterung in Deutschland ist für die nächsten 15 Jahre zwei Nummern härter als in praktisch allen anderen entwickelten Volkswirtschaften. Und wir sind eine offene Volkswirtschaft, wo die Dinge auch manchmal im Kreis gehen können. Also ob wir uns jetzt in Frankreich verschulden und letzten Endes nachher Güter aus nochmal anderen Ländern haben wollen, das ist letzten Endes nicht entscheidend. Das kann man jederzeit so haben. Wir sind eine offene Volkswirtschaft und nutzen das, weil es tatsächlich einer der wenigen Wege ist, diesen Umschwung, vor dem wir da stehen, auszureiten. Und dass das auch noch riskant ist, dass wir also auch Geld schlecht im Ausland anlegen und dabei auch im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise gebildetes Vermögen teilweise verloren haben, alles richtig. Aber wenn wir als geschlossene Volkswirtschaft durch diesen Prozess gehen sollten, dann wären wir im Grunde momentan vielleicht... Weil Sie das Thema Demografie angesprochen haben. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat sich beim Thema Klimaschutz zum Erstaunen einer breiten Öffentlichkeit mit Generationengerechtigkeit in einer Weise auseinandergesetzt, dass es gesagt hat, liebe Politik, das, was ihr gerade tut, missachtet die Rechte künftiger Generationen. Ändert das bitte. Bezog sich auf den Klimaschutz. Brauchen wir einen solchen Ruf in Sachen Staatsfinanzen auch? Haben wir auch dort die Situation, dass wir verfassungsrechtlich bedenklich zulasten der späteren Generationen wirtschaften? Wie verfassungsrechtlich bedenklich das ist, würde ich gern den Herrschaften überlassen, die hier in diesem Haus normalerweise das Sagen haben. Strukturell hat das Thema gewisse Ähnlichkeiten. Sie sollten kein Recht sprechen, ich wollte nur Ihre Meinung. Nein, strukturell gibt es da Ähnlichkeiten. Eine junge Generation, die vielleicht sogar gerade, weil sie sich zurzeit sehr für Klimawandel interessiert, so die anderen Dinge, die so über die nächsten 2-3 Jahrzehnte sich da entfalten werden, nicht so ganz im Blick hat, was dann dazu führt, dass wir im Bereich unserer sozialen Sicherungssysteme, all das, wo Sie vorher gesagt haben, da müsste doch noch mehr Geld rein. Das sind konsumtive Ausgaben, die müssen wir durch laufende Einnahmen unterlegen. Wir können nicht explodierende Staatsschulden dadurch in Kauf nehmen, dass wir die zukünftigen Soziallasten über Kredite finanzieren. Das ist völlig klar. Und das bedeutet dann eben auch, dass wir andere Lasten momentan mal irgendwie, indem wir sie nach vorne ziehen, im Ausland Vermögen bilden, daraus dann finanzieren, indem wir da irgendwelche vorher gebildeten Ersparnisse wieder zurückholen und letzten Endes damit Güter ins Inland zurückholen, über die dann Alt und Jung verfügen wollen. Aber die jungen Leute und den Teil der Last, den sie daran tragen werden, das ist ein strukturell ähnliches Problem wie beim Klimawandel, das nicht alle auf dem Radar haben. Ja. Wie ist Ihre Meinung dazu, Herr Niemann? Nun, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man sagt, die kommenden Generationen müssen das abzahlen und man hat dann die Angst, dass zum Beispiel auch der Demografie wegen Deutschland weniger wirtschaftsstark ist, dass es schwieriger wird, das abzubezahlen, dass dann auch weiter darüber hinaus die Zinsen steigen und das Problem sich immer mehr verstetigt. Umgekehrt gilt natürlich aber auch, wenn man keine Schulden macht und keine Investitionen tätigt, sinkt die Wirtschaftskraft auch und damit auch die zukünftige Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen. Also wenn man zum Beispiel kein funktionierendes Verkehrswesen hat. Ja, man hat in den letzten Jahrzehnten ja gesehen, dass das Schienennetz eher geschrumpft worden ist in Deutschland, obwohl wir eigentlich sagen, das Gegenteil müsste passieren. Wir bräuchten mehr Verkehr auf der Schiene, mehr Transport auf der Schiene und das hat ja auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Oder zum Beispiel Deutschland gibt vergleichsweise wenig für Bildung aus im Vergleich zu anderen OECD-Staaten. Das sind ja alles Dinge, die den künftigen Generationen überhaupt nicht nützen. Bei dem, was Sie beide jetzt geschildert haben. Das ist ein Dilemma. Ja, genau. Deshalb schlage ich den Bogen zu dem, was wir mehrfach schon angeschnitten haben. Stichwort Schuldenbremse, Stichwort europäischer Stabilitätsmechanismus. Es gibt seit eh und je Regeln, zunächst auf deutscher Ebene, jetzt auch auf europäischer Ebene, die den Versuch machen, Verschuldung
zu begrenzen. Im Moment ist das bei der Schuldengrenze eine Zahl 0,35% des Bruttoinlandsprodukts unter bestimmten Bedingungen. Dieses System ist völlig blind für die Frage, die Sie beide besprochen haben. Nämlich, und das ist auch zu einem gewissen Grad willkürlich. Also es ist zum Beispiel so, dass wir mittlerweile um die Geschichte der Maastricht-Kriterien wissen. Also zum Beispiel dieser Schuldenstand von 60% im Verhältnis zum BIP, das ist eine Zahl, die entspricht nicht irgendeiner ökonomischen Rationalität, dass man da wirklich objektiv berechnen kann, bis dahin ist okay, darüber hinaus ist schwierig. Das ist de facto daraus entstanden, dass es zum damaligen Zeitpunkt so war, dass man gesagt hat, okay, wir wollen irgendeine Grenze einziehen, weil das seriös ist. Umgekehrt man aber dann natürlich guckt, was können wir jetzt gerade noch, also im Verhältnis zu dem Verschuldungsstand, den wir schon haben, was können wir da als Zielmarke nehmen? Und dann hat man zum Beispiel gesagt, 60% und 3%, die sind es jetzt. Das sind willkürlich gesetzte Grenzen. Wenn Sie es festlegen könnten für die nächsten 20 Jahre. Ich will jetzt nun wirklich keine Zahlen nennen, aber hochsetzen, nennen Sie ein Prinzip. Nun zum Beispiel, also selbst die Technokraten vom ESM, das sind Leute, die jetzt nicht unbedingt immer sagen, toll, Staatsverschuldung jetzt, selbst die haben vor 2 Jahren gesagt, man könnte ja die Verschuldungsgrenze auf 80% hochsetzen, einfach auf Grund dessen, dass es pragmatischer ist, weil es ja eh schon so viele Staaten gibt, die das überschreiten. Also de facto sind diese Zahlen eh Makulatur. Herr Milbrecht, das heißt, können wir uns hier in der Runde auf 80 einigen? Also bei der Inflationsrate, die wir jetzt haben, geht das, weil da relativ schnell das weginflationiert wird, die Schulden. Dadurch werden die Schulden getilgt, durch Inflation. So, und ich habe ja im Augenblick immer noch, trotz der Zinsen, die gestiegen sind, immer noch einen negativen Realzins. Das heißt also, jeder Anleger kriegt weniger raus, als er reingezahlt hat. Das ist eine völlig ungesunde Situation. So, und aber ich kann das natürlich damit machen, nur dann müssen Sie jetzt erklären, wer denn die Leidtragenden der Inflation sind. Das sind doch auch Leute von uns. Zum Beispiel den Riester-Rentner, den nehmen wir jetzt das Geld weg. Und deswegen sage ich, wenn Dinge notwendig sind, wirklich notwendig sind, das ist die erste Frage, Steuererhöhung. Oder gucken, ob nicht möglicherweise in dem großen Bundeshaushalt oder in den Länderhaushalten, ich habe das ja nun 20 Jahre lang gemacht, nicht auch was zu finden ist. Die Vorstellung, dass alles sozusagen festgeschrieben ist, ist eine Mär. Man möchte nicht jemandem auf die Füße treten. Das ist es. Es geht nicht um irgendwelche ökonomischen Dinge, sondern es geht um Wähler. Und man möchte Leuten nicht auf die Füße treten, und das kann man dadurch machen, dass man ihnen irgendwas gibt, aber ihnen nicht das nimmt und das Nehmen versteckt tut. Und deswegen finde ich auch aus demokratietheoretischen Gründen es richtig, dass wir also eine Begrenzung haben, dass die Politik sagen muss, was sie entscheiden muss. Prioritäten und Posterioritäten und nicht nur, es gibt nur Prioritäten und der Rest ist dann Verschuldung. Und dazu bräuchte es aber einen Deckel. Dazu bräuchte es eine Grenze. Ja, natürlich brauche ich eine Grenze. Und wo man hinführt, wenn man keine Grenze hat, das sind die sozusagen Soft Budget Constraints, heißt das in der Ökonomie. Das war in den ganzen kommunistischen Staaten. Da hat man immer gesagt, es ist alles politisch. Alle Ausgaben sind politisch. So, mit dem Ergebnis, dass alle diese Staaten 1990 überschuldet waren und mit einem Schuldenstrich, in dem nicht die Ersparnisse der Leute gestrichen wurden, nicht in der DDR, da hat es der westdeutsche Staat übernommen, ist das finanziert worden. Das sind doch die Alternativen. Die Vorstellung ist doch, irgendeiner bezahlt immer. There is no free land, sagen die Amerikaner. Es gibt nichts umsonst auf dieser Welt. Sie müssen immer sagen, wer ist dann der Betroffene? Wenn es der Steuerzahler nicht ist, muss doch jemand anders sein. Ich versuche es jetzt mal auf der anderen Seite des Podiums, 80%. Also meiner Ansicht nach ist die Frage falsch gestellt. Sehr wahrscheinlich ja. Die Aufgabe des Staates ist, das so steht es in Artikel 109 Grundgesetz drin, nämlich im Absatz 2, im Absatz 3 ist die Schuldenbremse drin, im Absatz 2 steht, dass er für ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht sorgen soll. Und das muss der Maßstab sein. Und das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht umfasst unter anderem ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Und das haben wir seit 20 Jahren nicht. Und das ist das Problem, weil wir dem Ausland diese Schulden, die wir nicht machen wollen, aufs Auge drücken. Ja?
Das ist einfach falsch. Also da ist sozusagen, wir können nicht gleichzeitig. Das heißt, das ist eigentlich Teil einer Regel durch das Grundgesetz, ja, an die aber nicht angepasst genau, wird. Genau, genau. Mhm. Absatz 2 widerspricht Absatz 3. Das ist das Problem, mhm, ganz genau. Und leider widerspricht die deutsche Schuldenbremse auch dem europäischen Recht, denn da steht auch klar drin, jedenfalls in den Verordnungen, die dann daraus gefolgt sind, dass es so etwas wie makroökonomische Ungleichgewichte entweder nicht geben soll oder sie zu bekämpfen sind. Und zu den makroökonomischen Ungleichgewichten gehören selbstverständlich unsere Leistungsbilanzüberschüsse sowie die Leistungsbilanzdefizite der anderen Länder. Und es ist einfach unglaublich unfair, wenn Deutschland sich hinstellt und sagt, das Ausland soll mal seine Schulden bei uns machen, damit wir keine Rezession kriegen, weil wir nämlich alle sparen wollen, die Unternehmen, die Haushalte und der Staat. Also müssen die anderen, damit wir keine Rezession haben, diese Schuldenaufgabe übernehmen, die Schuldnerrolle. Ja, es funktioniert aber nicht anders das in der monetären. Moment, lassen Sie mich mal ausreden. Es funktioniert in einer monetären Wirtschaft nicht anders, dass die Ausgaben der einen die Einnahmen der anderen sind. Und wenn die Leute sparen, also weniger ausgeben, als sie eingenommen haben, macht jemand ein Defizit. Das ist in dem Fall das Ausland. Und das Problem ist, wenn die europäischen Regeln vorsehen, jedenfalls innerhalb der EU, dass die anderen sich eigentlich auch nicht verschulden dürfen, und wir aber quasi darauf angewiesen sind, wenn wir keine Rezession haben wollen, dass die anderen sich bei uns verschulden, dann ist das ein klarer Widerspruch auch in dieser Gesetzgebung. Obwohl ich mir von Herrn Werding noch die Antwort einhalten, funktioniert so nicht. Erhoffe, frage ich einen Satz. Was ist ein Märchen? Das ein Märchen ist, dass wir bewusst. Ich habe nicht gesagt bewusst. Nein, das Ergebnis der Märkte. Nein, das ist ja das Problem. Nein, die Märkte haben wir doch in diesem Bereich ausgeschaltet. Vergleicht doch mal. Nein, bei den Leistungsbilanzüberschüssen keineswegs. Sie kaufen ganz freiwillig bei uns ein. Nein, ein Satz von Herrn Nilbrandt. Das ist die Politik der EZB. Und der Euro. Sehen Sie doch mal die Situation in der Schweiz an. Die Schweiz hat permanent aufgewertet, ist eine ähnliche Situation wie in Deutschland gewesen. 1980 war der Franken zur D-Mark ungefähr eine Mark, heute ist ein Euro ein Franken. Sie haben also permanent aufgewertet, haben also die Produktivitätsgewinne breit verteilt. Die Inflation in der Schweiz ist auch niedriger und die haben diese außenwirtschaftlichen Überschüsse nicht. Dadurch, dass sie in das Eurosystem gegangen sind und in dem Eurosystem praktisch diese Dinge automatisch da sind, sind natürlich auch einige, die sagen, ist doch prima, wir kriegen von Deutschland das Geld geschenkt. Okay, danke, war mir als Einsatz aber spannend. Und jetzt Herr Werding. Ich gehe mal zurück zur Frage 80% oder 60%, weil ich auch ein paar Mal vorher diese 60%-Grenze zitiert habe. Klar gibt es keinen ersten Hauptsatz der Finanzwissenschaft, der irgendwie beweist, dass 60% das ideale Obergrenzenniveau ist für Staatsverschuldung. Es steckt schon eine gewisse Rationalität dahinter. Als man diese Regel geschaffen hat, lag der durchschnittliche Zins so vor der Finanz- und Wirtschaftskrise bei allem Auf und Ab so bei 5% nominal. Und wenn Sie auf einen Schuldenstand von 60% des Bruttoinlandsprodukts einen Zins von 5% zahlen, dann sind das 3% des Bruttoinlandsprodukts, die Sie für die Zinszahlung brauchen. Nicht für irgendeine Tilgung, einfach nur dafür, den laufenden Schuldendienst zu bedienen. Und diese 3%, das ist gleichzeitig ja dann die Defizitobergrenze. Wenn Sie da hingehen würden, bedeutet das, Sie haben so einen hohen Schuldenstand, dass die Zinszahlungen dazu führen, über Neuverschuldung kriegen Sie überhaupt keine Handlungsspielräume mehr. Sondern Sie brauchen einen ausgeglichenen Primärsaldo, damit Sie diese 3% Defizit da irgendwie noch draufklemmen können. Und in der Zeit danach hatten wir jetzt niedrige Zinsen. Da kann man vielleicht sogar mehr als 60% hinnehmen, wenn man weiß, dass die Zinsen nie wieder hoch werden. Ja, in manchen Bereichen sind wir jetzt in einer Anpassungskrise. Also wir haben auch noch die Inflation, die bekämpft werden sollte, damit sie wieder runtergeht. Und wir werden danach auch wieder mit normalen Zinsen leben müssen. Ob die jetzt dann 4% nominal sind oder 5% und für welche Volkswirtschaften da auch eben vielleicht unterschiedliche Werte gelten, das können wir alles getrost abwarten. Aber mit den momentan noch sehr niedrigen Zinsen, selbst Italien zahlt mit einer Staatsverschuldung von 140% 4% Nominalzins. Und ich würde mal sagen, das muss das Boot abkönnen. Ja? Also die Zinsen in italienischer Erfahrung könnten noch deutlich höher sein und sie müssten trotzdem noch die Zinslasten tragen und Mittel für öffentliche Ausgaben bereitstellen können. Und das können Sie eben innerhalb der europäischen Schuldenregeln dann eigentlich schon nicht mehr, weil Ihr Schuldenstand zu hoch ist. Also 60 oder 80 kann man phasenweise verschieden sehen. Aber wir sind da in einer sehr kommoden Situation, die wir auch hart errungen haben. Und die sollten wir nicht aufgeben. Denn ob der Schuldenstand 60% oder 65 oder 70 nicht auch schon zu hoch ist, das entscheiden am Ende Finanzmärkte so ein bisschen wie bei dem Märchen von des Kaisers neuen Kleider. Wenn die feststellen, 65% ist zu viel für ein alterndes Deutschland, dann gehen eben unsere Zinsen ab. Und da sollten wir nicht ohne Not uns hinbegeben. Ich bedanke mich für
Ihre Perspektiven, die mir deutlich machen, am Ende haben wir es mit politischen und damit mit gesellschaftlichen Entscheidungen zu tun. Wir haben über gute und schlechte Schulden gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Politik das so, sowohl als auch zum Prinzip macht, wie schwer es ist, Entscheidungen zu treffen. Wir haben über Regeln gesprochen, die alle ihre Gründe haben, aber schon unterschiedlich interpretiert werden auf diesem Podium. Wir haben zum Schluss darüber gesprochen, dass vielleicht ein Fixum einer Grenze durch sehr unterschiedliche Zinsentwicklungen und Zeiten und Konjunkturen auch nicht der richtige Weg ist. Insofern danke für Ihre Perspektiven darauf. Ich würde Sie zum Schluss gerne um eine Perspektive nach vorne bitten mit Ihrem Sachverstand, aber vielleicht auch nicht nur mit Ihrem Sachverstand. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass wir in einem Land, in einer Gesellschaft leben, in der es einen großen Modernisierungsbedarf gibt. Wir haben in den Krisen der letzten Jahre erlebt, wir brauchen eine andere Infrastruktur. Wir brauchen ein anderes Bildungsgefüge, das uns zukunftsfähig macht. Wir haben nicht genug Platz in Wohnungen für die Menschen, die heute schon bei uns leben. Und wir wissen, es werden noch mehr kommen. Wir erleben, dass unsere Netze, ob es Strom oder Wasser oder das digitale Netz ist, nicht das leisten, was wir brauchen. Also wir können, glaube ich, alle abendfüllend aufzählen, was wir uns für ein modernes Land wünschen würden. Frau Spieker, das ganz praktisch gesprochen mit der Diskussion, die wir heute Abend hatten. Wie können und wollen wir uns das leisten und was würde das kosten? Setzen Sie mal eine Zahl an. Was fänden Sie richtig, dafür in die Hand zu nehmen und über welchen Zeitraum? Also das kann man nicht gleich im nächsten Jahr so machen, aber die Grenze ist auf jeden Fall die Ersparnis der Privaten. Was die Privaten, die 250 Milliarden, 290 sind es im nächsten Jahr laut Sachverständigenrat, zusammensparen, das sollte der Staat ausgeben. Er kann es nicht auf einen Schlag machen, weil wir von diesem Leistungsbilanzüberschuss nicht so schnell runterkommen. Aber das, was Sie gesagt haben, dass wir uns modernisieren müssen, das gilt für alle anderen europäischen Länder auch. Und das wollen die auch tun. Und das können die nicht tun, wenn wir ihnen die Nachfrage abgraben. Und was mich so stört, ist dieser enge nationale Blick, den wir hier haben und nicht mit überlegen, was das für den Rest Europas bedeutet. Und mein Wunsch wäre, dass diese Horizonterweiterung endlich mal stattfindet, auch gerade in ökonomischer Hinsicht, um besser zu verstehen, wie wir eine Radikalisierung in Europa aufhalten. Denn die beste, modernste Gesellschaft, wenn sie radikal ist, funktioniert sie nicht. Und da werden wir alle keine Freude dran haben. Und diese Horizonterweiterung ist dringend angesagt. Verstehe das, würde trotzdem aus Gründen der Überschaubarkeit versuchen, bei meiner Schlussfrage zu bleiben für unser Land, Herr Milbrat. Wie viel, wofür, wie schnell? Ich glaube, dass wir in eine Zeit kommen, die nicht mehr durch Wohlstandssteigerungen gekennzeichnet sein wird. Die Demografie hat auch die anderen Probleme, die genannt werden, gehen dazu. Und das wird auch dazu führen, dass wir Wohlstandsverluste haben werden. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch sehe, dass wir ja auch in Sachen Klima vieles tun werden. Denn die Erträge, meinetwegen durch eine sozusagen Verringerung des Klimaanstieges, finden ja erst sehr viel später statt und müssen ja auch global erzielt werden. Das heißt also, wir sind in einer Situation, wo das die Politik der letzten 20 Jahre, indem ich nämlich die Staatssteuerquellen, die sprudelten ja, ist ja nicht so gewesen, als ob wir keine Geld gehabt hätten, wir haben es in den Konsum gesteckt und haben die Investitionen vernachlässigt. Oder Vorsorge für was anderes, da gehört auch zum Beispiel das Thema Verteidigung zu. Und jetzt werden wir Prioritäten neu setzen, das heißt, wir werden auch von Dingen Abstand nehmen können, die wir bisher als selbstverständlich angesehen haben. Das ist nicht über Verschuldung zu reden. Wir können diesen Wohlstandsverlust, der dadurch entsteht, dass wir also auch geopolitisch, auch bezogen auf die Wirtschaft, im Augenblick nicht gerade auf dem aufsteigenden Ast sind, nicht dadurch vermindern, dass wir Schulden aufnehmen. Das ist eine Illusion. Die Schulden, das ist eine Frage, wie wir die Lasten verteilen wollen zwischen Zukunft und Gegenwart und zwischen den Bürgern. Aber die Tatsache, dass wir jetzt auch klare Entscheidungen treffen, das heißt also, wenn uns jetzt meinetwegen das Militär mehr wert sein soll, was ja offensichtlich ist, denn die Amerikaner werden doch die nächsten 70 Jahre den Atomschirm für Europa nicht weiter aufspannen und jetzt braucht ja nur ein Trump ins Weiße Haus zu kommen. Das heißt, wir werden mehr tun müssen und das werden wir nicht alles über Schulden finanzieren können. Wir werden also unsere Haushalte
auf die neuen Prioritäten ausrichten müssen. Das heißt, wieder entweder oder zu sagen. Das heißt, wenn etwas wichtig ist, muss etwas anderes auch unwichtiger geworden sein. Wenn wir aber immer nur addieren, sozusagen auf den Bestand, dann werden wir die Probleme nicht lösen können. Danke für diese Perspektive. Sie haben nach der Perspektive gefragt, und zwar nicht nur aus irgendeiner Expertensicht, sondern auch so, wie wir darauf blicken. Also kann ich vielleicht auch menschlich mal sagen, ich blicke mit einer gewissen Angst in die Zukunft, nicht einfach allein deshalb, weil gewisse Notwendigkeiten liegen bleiben könnten, wenn man bestimmten Dogmen weiter folgt, beispielsweise Notwendigkeit im Transportwesen, Bildung, was weiß ich, wo investiert werden müsste, sondern gerade dadurch, dass jetzt alles Dogma lautet, möglichst schnell zurück zur Schuldenbremse, möglichst versuchen, Schulden abzubauen, habe ich natürlich auch Angst, wen das als erstes trifft, wo die Einsparungen stattfinden. Das ist im Regelfall, so ist zumindest die Angst, ich habe, das findet bei denen statt, die ohnehin schon wenig haben. Und das ist die Sorge, mit der ich persönlich in die Zukunft blicke. Dankeschön. Herr Werding. Ja, ich werde jetzt keine Zahlen nennen für den Investitionsbedarf, aber die Themen, die genannt worden sind, alle wichtig. Und da geht es um dreistellige Milliardenbeträge, viele Jahre in Folge. Ich glaube nicht, dass das alles vom Staat investiert werden muss. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, ich glaube, dass die Frage der Erlaubnis der Staatsverschuldung mit der Frage, kriegen wir diese Investitionen ja oder nein, nicht so viel zu tun hat. Ich habe vorher schon gesagt, der Staat hat immer zu wenig investiert, als er es noch durfte, sich dafür verschulden. Und auch jetzt, als er es nicht mehr durfte. Die Entwicklungen über die paar Komponenten gleichen sich aus. Er hat also eher sogar jetzt während der guten Jahre, das ist ja auch vielleicht nochmal, ein bisschen mehr investiert als in der Zeit davor. Das heißt also, der Investitionsbedarf ist da, muss nicht zwingend über Staatsverschuldung letzten Endes gedeckt werden. Und damit, ja, werden dann doch wieder Unternehmen gefragt. Die Frage, was können wir hier über Arbeitskräfte trotz demografischem Wandel an wirtschaftlicher Dynamik entfalten mit Zuwanderung und so weiter. Also wie gesagt, die Staatsschuldenregeln sollten wir völlig losgelöst davon betrachten und ansonsten vielleicht im Staatshaushalt noch manchmal ein bisschen gucken. Also Herr Milbert hat gesagt, es wird viel konsumiert oder konsumtiv gezahlt. Ich habe vor allem das Gefühl, viele dieser konsumtiven Ausgaben sind so rechte Tasche, linke Tasche. Also da gibt es möglicherweise noch manches aufzuräumen im Staatshaushalt. Das nennt man dann auch priorisieren und dann fallen unter Umständen auch diese Investitionen mit staatlicher Beteiligung ein bisschen leichter. Danke. Für, ich glaube, für viele Zuschauerinnen und Zuschauer ist Finanzpolitik so das Trockenste und Theoretischste, was es so in den Nachrichten und auf Podien gibt. Deshalb bin ich Ihnen dankbar für die sehr lebensnahe, praktische Beleuchtung dieser ganzen Aspekte. Denn wenn man eines lernen kann aus dieser Runde, dann, dass diese finanzpolitischen, volkswirtschaftlichen Fragen am Ende sehr konkret über den Zustand unserer Gesellschaft und damit über unsere Zukunft entscheiden. Vielen herzlichen Dank. Danke dem Publikum hier. Das war das 23. Karlsruher Verfassungsgespräch. Danke, dass Sie dabei waren.